Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Sascha Hartmann, ich bin Bereichsleiter für das Privatkundengeschäft und ich darf Sie im Namen des Vorstandes und der Mitarbeiter recht herzlich hier wieder in unseren Räumlichkeiten im Haus der Mitglieder begrüßen zu dürfen. Als ich im Juli das letzte Mal hier mit das letzte Europagespräch anmoderiert habe, hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell wiedersehen, sagte ich vorhin auch zu Professor Gehler. Herzlich willkommen auch an Sie. Die Europagespräche in der Form aktuell werden sie nicht angeboten. Trotzdem hat sich die Uni natürlich viele Gedanken gemacht, wie wir weiterhin das Thema Europa auch in den Räumlichkeiten hier dann auch spielen können. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir Sie auch so zahlreich wie heute hier begrüßen dürfen, um die europäische Idee, europäische Gedanken hier auch auszutauschen, mit Ihnen zu diskutieren und natürlich immer da auch interessante Vorträge, wie hier auch einladen zu dürfen. Und heute freut mich das natürlich ganz besonders, weil der Name Eurowissen ja auch mit unserer Bank eng verbunden ist. Und, ich weiß nicht, ob es die Anwesenden wissen, aber der Vater unseres heutigen Gastdozenten war ja auch mal hier bei uns in der Bank Aufsichtsratsvorsitzender. Und von daher freuen wir uns natürlich auch gerade diese familiäre Tradition der Bindung zu unserem Haus hier ja auch fortführen zu dürfen. Ich glaube, zum Inhalt des heutigen Themas, da wird Herr Eimersen dann auch selbst dann gleich noch ganz viel sagen. Und ich glaube, zu Ihrer Person wird Professor Gehler dann auch gleich noch einige Worte sagen. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen nun einen unterhaltsamen, informativen, aber auch einen anregenden Abend zu wünschen mit vielen interessanten Gesprächen und mit vielen interessanten Informationen über einen großen Deutschen, einen großen Europäer, wie man, glaube ich, auch sagen darf. Und deswegen gute Unterhaltung, viel Information und auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen dann, womit auch immer. Der Plan, den wir hier haben, der verspricht ja wieder viele interessante Veranstaltungen und auch Dozenten für die nächste Zeit. Darum viel Vergnügen und einen anregenden Abend. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Hartmann, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Gruß von uns für Geschichte. Wir freuen uns, dass Sie an diesem Abend auch wieder gekommen sind. Wir machen ja, wie Sie wissen, Europagespräche zu Hause, aber wir können es nicht ganz lassen. Es geht auch gar nicht. Europa ist einmal ein unheimlich fesselndes Thema. Leidenschaft mit Bindestrich oder ohne, wie Sie wollen. Heute geht es ganz besondere große Freude um einen, wie schon gesagt, großen Deutschen, nämlich Hans Dietmeyer. Aber besonders freue ich mich, dass ich einen der besten Studierenden, den ich betreuen durfte, Ihnen vorstellen zu können, der diese hervorragende Studie, diese Monographie über Hans Dietmeyer verfasst hat. Das ist kein leichtes Unterfangen gewesen. Wer ist das? Das ist Joachim Algernissen. Ich darf ein bisschen was sagen zu seinen persönlichen Daten, zu seinem akademischen Werdegang. Er hat studiert in Göttingen, dann in Vaduz und schließlich am Ende in Hildesheim. Zunächst begann das schon in Göttingen an der Private University of Applied Sciences, das heißt PFH Göttingen, das muss ja alles Englisch sein, deswegen haben wir auch diese Reihe Special Lectures genannt, damit Sie alle wissen, worum es geht, also zu deutschen Vorträge, was besonders ist. Warum? Der Anlass ist, dass wir heute eben einen ganz großartigen jungen Kollegen vorstellen können, der promoviert hat an der Stiftung Universität Hildesheim über dieses Wirken und Schaffen von Hans Dietmeyer und vorgestellt wird eben dieses Buch heute, das in einer sehr renommierten Reihe bei Mohr und Siebeck in Tübingen erschienen ist über Hans Dietmeyer. Das ist wirklich ein großartiger Anlass, dass man zeigen kann, wie junge Leute sich einarbeiten in eine Materie, obwohl Herr Algernissen gar kein Historiker ist, hat er sich da hineingefuchst, sagt man ja hier, und hat ohne ein Grundstudium Geschichte, aber mit seinen eigenen Expertisen, auf die ich jetzt gleich eingehen werde, in Kombination mit den Wirtschaftswissenschaften und unserem Institut diese, wenn man so will, interdisziplinäre Studie über Hans Dietmeyer präsentiert in dieser Form des Buches. Er hat zunächst vom Oktober 8 bis Oktober 11, wie gesagt, in Göttingen studiert, an der Private University of Applied Sciences, in General Management den Bachelor gemacht, dann war typisch europäisch, ja, Erasmianer, Erasmus, in Worcester, Universität Worcester, United Kingdom, Erasmus-Semester im Februar 11 bis Juni 11. Schließlich dann ging es nach Liechtenstein, wie erwähnt, Vaduz, dort den Master of Science in Banking and Financial Management
Note 1,7. Dann ging es auch weiter mit dem Master of Science, konnte man sich nicht ganz zufrieden geben. Dann gibt es einen Executive Master of Business and Administration, auch in Lichtenstein dran. Wie gesagt, Stiftung Uni Hildesheim, in den Jahren Oktober 13 bis Juni 18 gearbeitet über Hans Dietmar, diese Biografie, die Sie gleich vorgestellt bekommen, und schließlich promoviert zum Dr. Rea Paul. Und ich kann Ihnen nur sagen, es war wirklich vergnüglich, das zu erleben, wie selbstständig, eigenständig, zielstrebig der Eidemissen diese Arbeit angegangen ist. Wir sind übrigens beide gemeinsam noch bei Hans Dietmeier zunächst gemeinsam dort bei ihm gewesen. Er hat erstaunlicherweise sein gesamtes Privatarchiv aufgemacht, wohlgeordnet, fein, säuberlich registriert, alle Reden von Dietmeier, internationales Presseecho, Financial Times, Washington Post, also was man sich nur wünschen kann, aber auch tolle Akten, als Dietmeier als Sherpa für Helmut Kohl bei den G7, G8-Gipfeln beteiligt war in den 80er Jahren und seine natürlich Tätigkeit im Rahmen der Deutschen Bundesbank, seine Rolle im Rahmen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel etc. Dieses zu erleben, wie dann auch Herr Dietmeier die Arbeit von Herrn Altermissen in einer gentleman-like Weise begleitet hat, ohne groß zu intervenieren, groß einzugreifen, aber beratend, begleitend, das zu erleben, muss ich sagen, mich auch sehr erfreut. Dr. Rea Paul im Juni 2018 verteidigt, und das Großartige war, es ist meinem Mitbetreuer, der Kollege Pizzolis ist heute entschuldigt, gelungen, einen wirklich namhaften deutschen Wissenschaftler zu gewinnen, nämlich Lars Feld. Lars Feld, der an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau tätig ist, und gleichzeitig auch im Sachverständigenbeirat für die deutsche Bundesregierung tätig ist als Ökonom und Experte, der eine wunderbare Reihe herausgibt, nämlich diese Reihe des Walter-Wolken-Instituts, einem namhaften deutschen Ökonom, und dass diese Dissertation von Herrn Altermissen in dieser Reihe, Walter Eucken ist sein Name, erscheinen konnte. Sie wissen, Freiburger Schule, Alfred Müller-Amack, Ludwig Erhard, Walter Eucken, das sind also wirklich Heavyweights sozusagen, das ist schon von großer Bedeutung, dass es gelungen ist, diese Arbeit in diesem Rahmen auch zu veröffentlichen. Beruflich darf ich Ihnen sagen, dass Herr Altermissen über diverse Praktika, natürlich Volksbank, Hildesheimer, in dem Fall Börde, aber auch andere Aktivitäten, Union Investment, Privatfonds, Frankfurt am Main, DZ Bank, dann schließlich hat er schon in Liechtenstein als Mitarbeiter am Lehrstuhl gearbeitet für Finanzen, dann auch an der Universität in Göttingen, die ich schon erwähnt habe. Schließlich hat Herr Altermissen für die Landtagsfraktion der FDP im Niedersächsischen Landtag gearbeitet als persönlicher Referent und schließlich schon einige Zeit länger im Rahmen des Deutschen Bundestages für die FDP-Bundestagsfraktion. Das war ja schon Christian Dürr im Landtag und dann schließlich auch im Bundestagsabgeordneten Christian Dürr. Aber ein neuer Sprung im Leben des Berufsleben. Entwicklung von Herrn Altermissen. Er ist seit Mai 2019 praktisch als ökonomischer Referent in der Büroleitung der Hauptgeschäftsführung der Arbeitgeberverbände in Hannover tätig. Das heißt, er muss ökonomische Analysen erarbeiten, er muss politisch beraten, und das ist nicht gerade wenig, wenn man bedenkt, dass es um 1300 Mitgliedsunternehmen geht, die hier zu betreuen und zu beraten sind. Nicht zuletzt möchte ich noch erwähnen, dass Herr Altermissen auch eine Reihe schon von Auszeichnungen erhalten hat. Best of the Year 2011, ausgezeichnet von jener Universität in Göttingen, auch für Corporate Behavior Award 2011. Also alles zusammen eine höchst erfreuliche Sache. Ich freue mich, meine Damen und Herren, dass wir im Rahmen dieser Vorträge zu besonderen Anlässen heute, wie auch im Allgemeinen hören können, zu einer ganz zentralen Figur des deutschen Finanz- und Wirtschaftslebens, nicht zuletzt des Bundesbankpräsidenten in der Zeit, als der Euro, wenn man so will, aus der Taufe gehoben wurde, in Vorbereitung zum Buchgeld war. Herzlich willkommen nochmal von unserer Seite und herzlich willkommen und vielen Dank, Joachim Altermissen, für die Ausführung. Das einzig Bedauerliche ist, meine Damen und Herren, Herr Dietmeier, der diese Arbeit mit großer Zuwendung betreut hat, hat den Abschluss dieser Arbeit, die Publikation, leider nicht mehr erleben können. Er ist im Dezember 2016 verstorben. Ich bin mir relativ sicher, er wird heute von oben herunterschauen und wird sagen, dieser Bursche wird jetzt heute einen tollen Vortrag halten. Bitte schön.
ich gleich zu Beginn ab und zu mal ein bisschen komisch gucke, dann liegt es daran, dass ich auf dem Weg hierher meine Brille zerstört habe, die ich normalerweise auch habe. Also bitte nicht wundern, wenn ich angestrengt gucke. Ich möchte zu Beginn fünf Personen kurz begrüßen. Das ist mir wichtig heute Abend, auch denen einmal den Dank aussprechen. Das ist in erster Linie Herr Professor Gehler für die Einladung heute Abend, aber auch für die tolle Begleitung während dieses gesamten Prozesses. Wir haben uns kennengelernt Ende 2012, sind dann Februar 2013 zum ersten Mal zusammen zu Hans Tietmeyer gefahren und ich muss sagen, diese Betreuung hätte nicht besser sein können. Wir haben uns regelmäßig ausgetauscht und das hat meiner Arbeit sehr gut getan. Dann möchte ich Ingrid Otto, jetzt haue ich hier dieses Mikrofon schon weg, Ingrid Otto, die heute Abend auch hier ist, ganz herzlich begrüßen. Warum? Ingrid Otto arbeitet auch an der Universität in Hildesheim und hat meine Arbeit Korrektur gelesen. Dafür, liebe Ingrid, nochmal ganz herzlichen Dank. Möchte auch meine Eltern ganz herzlich begrüßen, die heute Abend hier sind, die nicht nur die Arbeit auch Korrektur gelesen haben, sondern auch ganz intensiv begleitet haben und immer ein offenes Ohr hatten. Und das ist in so einem Prozess einer Doktorarbeit sehr relevant, sehr wertvoll. Und dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank an euch. Und ich sehe vorhin noch Herrn Siegers, den ich vorhin mich selber gefreut habe, dass Sie heute Abend hier sind. Denn mit Herrn Siegers begann dieses ganze Projekt im Grunde, weil Herr Siegers gemeinsam mit Professor Gehler 2011 Hans Tietmeyer zu den Europagesprächen eingeladen hat. Und bei diesen Europagesprächen 2011 hat damals Herr Gehler Hans Tietmeyer gefragt, warum es über ihn keine Biografie gäbe, denn über ihn gibt es auch viel zu erzählen. Und Herr Tietmeyer sagte, ich habe noch nie wer gefragt. Und daraufhin begann der gesamte Prozess. Deswegen, Herr Siegers, vielen Dank nochmal für die Initiative damals und schön, dass Sie heute Abend hier sind. Ich habe heute einiges mit Ihnen vor, meine Damen und Herren. Ich denke mal, ich brauche ungefähr 35 bis 40 Minuten. Ich habe den Vortrag eingeteilt in zwei Teile. Auf der einen Seite Herr Heinrich, hat mich gerade eben nochmal angesprochen, vom Gymnasium, vom Scharnhorst-Gymnasium. Goethe-Gymnasium natürlich. Und hat mich auch gefragt, ob ich noch mal ein paar Sätze hier an die Schüler auch richten kann, wie der Prozess einer Doktorarbeit eigentlich abläuft. Das mache ich gern. Das ist auch der erste Teil meines Vortrags, dass ich Ihnen so ein bisschen erzählen möchte, was ich eigentlich gemacht habe. Wie das alles kam, wie die Archivarbeit lief, wie meine Interviews liefen. Ich habe so einen Multimethodenansatz gewählt, der war sehr aufwendig, sehr breit, aber hat auch viel Spaß gemacht. Sehr intensiv, viel Spaß machen, merken. Und das ist der erste Teil. Der zweite Teil, wir befinden uns in den Europagesprächen und ich werde Ihnen gleich eine Kurzbiografie von Hans Tietmeyer mal vorstellen, damit Sie den Eindruck bekommen, wer diese Person eigentlich war, weil die meisten, den man über Hans Tietmeyer spricht, sagen meistens Bundesbankpräsident, hat irgendwas mit dem Euro zu tun, aber da hört es dann meistens auch schon auf. Deswegen, Sie sollen einen Eindruck bekommen, was er noch so gemacht hat, darauf gehe ich gleich ein. Im zweiten Teil möchte ich aber über das Thema Euro sprechen. Das passt ja heute ganz gut und das ist auch das Thema, für das Hans Tietmeyer bekannt ist. Denn er hat damals als Bundesbankpräsident von deutscher Seite die Einführung des Euro kritisch begleitet, lange kritisch begleitet, bis er irgendwann aber auch verstummt ist. Das waren politische Beweggründe. Er wusste als Bundesbankpräsident, welchen Einfluss seine Worte haben auf die Märkte. Und als es dann näher kam Richtung Einführung des Euro, hat er sich zurückgenommen, um dem Euro auch nicht die Einführung weiter zu erschweren. Aber hat in den Anfangsjahren, als es um die vertragliche Ausgestaltung ging, doch sehr kritische Worte gefunden. Und da möchte ich Ihnen heute das Modell Tietmeyer für den Euro vorstellen. Kommen wir aber erstmal zu der Kurzbiografie. Hans Tietmeyer ist geboren in Metelin. Diese Folie haben Sie gerade schon mal gesehen. Herr Gehler hat sich auf den Knopf gedrückt bei seiner Vorstellung. Geboren in Metelin. Ich habe das Örtchen mal besucht. Das ist im Münsterland. Und er ist da wirklich so die berühmte Persönlichkeit aus diesem Ort. Die haben sogar ein Museum in dem Ort gebaut. Das Ackerbürgerhaus Tietmeyer. Da ist alles drin, was man so über Tietmeyer wissen sollte. Und ich habe damals seine Geschwister, er hat 10 Geschwister, nicht alle, aber einige von denen besucht und auch seine alten Schulfreunde besucht, einfach um auch ein Gefühl für die Person Tietmeyer zu bekommen, wer ist diese Person eigentlich, Jugend, Hintergrund, Kindheit, Studium und so weiter. Das ist übrigens auch das erste Kapitel meines Buches geworden, dass ich versuche, so ein bisschen die Genese, den Ursprung in seine Persönlichkeit zu beschreiben. Er ist dann an die Universität nach Bonn und nach Köln gegangen, erst Bonn, dann Köln, dann wieder Bonn, hat dort bei Alfred Müller-Amack, einer der Väter der sozialen Marktwirtschaft, dafür werden ihn einige kennen, hat bei ihm studiert, hat sein Diplom bei ihm gemacht
und hat später in Bonn eine sozialwissenschaftliche Promotion gemacht. Das war letztendlich ein kleiner Ausreißer in seinem Leben, aber es war ein Thema, was ihm angeboten wurde und Datenlagen zu Bonn, deswegen hat er die Promotion dort gemacht. Ist dann 1962 als Hilfsreferent ins Bundeswirtschaftsministerium eingestiegen. Für diejenigen, die in der Politik arbeiten, die kennen das, die Ministeriumshierarchie so ein bisschen. Für diejenigen, die es nicht wissen, erzähle ich es kurz. An der Spitze steht der Minister, dann kommen die Staatssekretäre, dann damals im Bundeswirtschaftsministerium kommen 6 Abteilungsleiter, dann kommen Unterabteilungen, Referate mit Referatsleitern, Referenten, Hilfsreferenten. Also er war ganz unten am Ende der Nahrungskette, wenn man so will. Und hat es dann geschafft, innerhalb von 11 Jahren sich zum Abteilungsleiter, also diese ganze Kette, die ich gerade erzählt habe, innerhalb von 11 Jahren sich hochzuarbeiten und wurde unter Hans Friedrichs, Wirtschaftsminister 1973, FDP, wurde er Abteilungsleiter der Abteilung 1. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, Professor Gehler und ich. Ich habe Tietmeier mal gefragt, wie er das gemacht hat, weil wenn man die Ministerien kennt, da arbeiten Tausende von Menschen. Und Tietmeier sagte zu mir auch ganz selbstkritisch, dass er wahrscheinlich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und auch Glück gehabt hat. Und das ist auch das, was ich so in Berlin dann in meiner Erfahrung im Deutschen Bundestag festgestellt habe. Da man ist unter extrem guten Ökonomen oder auch extrem guten Leuten und dann befördert zu werden, ist schon sehr schwierig. Und Tietmeier hatte, das ist ganz interessant, er hatte das schwarze Parteibuch, er wurde nie von schwarzen Ministern befördert. Er wurde immer von roten oder von gelben Ministern befördert. Und da sieht man auch mal, dass so eine Parteizugehörigkeit nicht unbedingt eine Vorentscheidung ist, sage ich mal. Er hat dann sich 9 Jahre, hat er die Abteilung 1 Wirtschaftspolitik geleitet im Wirtschaftsministerium. Und dann kam es 1982 zum großen Bruch der sozialliberalen Koalition unter Helmut Schmidt. Und Tietmeier war der Autor des Lambsdorff-Papiers. Das Lambsdorff-Papier war bekannt als Entscheidungsurkunde, als größte wirtschaftspolitische, historisch-wirtschaftspolitische Bombe, so rum, die seinerzeit gab. Und ich habe mich in meinem Buch auch einem ganzen Kapitel diesem Lambsdorff-Papier gewidmet, habe ganz spannende Unterlagen in einem Privatarchiv von Tietmeier gefunden, solche Dinge wie, dass Graf Lambsdorff ihm, nachdem die Koalition gebrochen war, geschrieben hat: Lieber Herr Tietmeier, hier ist der Beweis Ihrer Mittäterschaft mit einem Foto dabei, wie er mit Genscher und Lambsdorff und so weiter dann unter so einem FDP-Schirm gesessen hätte. Und da habe ich mir die Frage gestellt damals auch, als ich das im Archiv gefunden habe. Herr Pizulis bezeichnete das als das Goldnugget dieser Arbeit, dieser Brief, weil der auch nochmal bewiesen hat, dass Tietmeier nicht nur den ersten Entwurf gemacht hat, sondern ich habe dann in meiner Arbeit auch den ersten Entwurf mit dem finalen Papier verglichen. Und das war quasi 1:1. Und er war der zentrale Autor dieses Papiers. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum schreibt man so einen Brief? Und ich glaube, es war, heute würde man sagen, so ein Augenzwinkern in Richtung Tietmeier, wir haben dich im Blick für weitere Aufgaben. Und genauso kam es auch. Tietmeier wurde 1982 unter der CDU-FDP, CDU-CSU-FDP geführten Bundesregierung unter Helmut Kohl, wurde er Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Das machte er 8 weitere Jahre, bis er dann von Helmut Kohl persönlich beauftragt wurde, um die westdeutsche Delegation zu führen in Sachen D-Mark-Einführung im Osten. Er hat damals die westdeutsche Delegation geführt. Günter Krause, der auch mal hier in Europagesprächen gesprochen hat, späterer Verkehrsminister, über die berühmte Putzfrauen-Affäre dann gestolpert, der war ostdeutscher Delegation, Verhandlungsleiter der ostdeutschen Delegation, und Tietmeier hat dann mit ihm harte Verhandlungen geführt, die auch Eingang in mein Buch genommen haben, über die ich heute nicht weiter sprechen will, aber das wäre auch nochmal ein abendfüllendes Thema. Und 1993 wurde er dann Präsident der Deutschen Bundesbank, und dann begann natürlich die ganze Euro-Thematik, und die Einführung des Euro nahm richtig Fahrt auf, und darüber wollen wir gleich nochmal sprechen. 1999 ging er in Ruhestand. Was hat mich, ich komme zur Zielsetzung und Relevanz meiner Arbeit, was hat mich eigentlich dazu bewogen? Ich habe gerade schon diese Arbeit zu schreiben. Ich habe gerade schon relativ viel dazu gesagt, was er eigentlich alles gemacht hat. Und Lars Feld sagte mal zu mir, wenn man sich mit dem Leben von Hans Tietmeier beschäftigt, dann hat Tietmeier im Grunde alle ganz entscheidenden wirtschaftspolitischen Weichenstellungen, die es in der Nachkriegszeit gegeben hat, mitbegleitet.
sei es der wirtschaftspolitische Umschwung in den 70er, 80er Jahren, sei es die deutsche Einheit, sei es die Einführung des Euro. Da gab es mit Sicherheit noch viele andere wichtige Themen, aber Tiedemeyer war an vielen Themen ganz zentral beteiligt und deswegen hatte diese Frage, die Professor Gehler damals auch gestellt hat, warum gibt es über Sie eigentlich keine Biografie, hatte eine sehr hohe Relevanz. Ich habe mir dann zum Ziel gesetzt, diese Forschungslücke, die da bestand, aufzuarbeiten und dann kam ja diese Nachricht, wo wir auch damals ganz high plötzlich waren, also dieses Privatarchiv gesehen haben von Tiedemeyer, dass Herr Tiedemeyer im Keller ein Privatarchiv gehabt hat, das war ungefähr so halb so groß wie dieser Raum und da standen 185 Aktenordner, lagen vor allem noch ganz viele Haufen Zettel und ich war total erschlagen davon im ersten Moment und wusste auch gar nicht, wie man sich daran wagen soll oder rangehen soll, also man hatte null Struktur im Kopf im ersten Moment. Aber habe mir dann gedacht, das Ziel sollte sein, dieses Privatarchiv komplett zu erheben und noch mit Interviews sowohl mit Tiedemeyer als auch mit seinen zentralen Wegbegleitern zu unterstützen. Und habe dann hier diesen Ansatz, den ich hier vorne dargestellt habe, verfolgt. Ich habe Experteninterviews geführt, darauf komme ich gleich noch. Ich habe eine breite Literaturrecherche gemacht, da gibt es Literatur, Loch und Löcher zu diesem Thema tatsächlich, also diesen einzelnen inhaltlichen Themen, die ich bearbeitet habe. Aber es gab halt einfach große Lücken auch in diesen Themen, die ich halt versucht habe, durch die Informationen aus dem Privatarchiv zu stopfen. Habe das Privatarchiv analysiert, die Ergebnisse interpretiert, verifiziert und letztendlich dann in diesem Buch versucht zusammenzufassen. Und glauben Sie mir, das war gar nicht so einfach. Die Archivarbeit, ich habe es gerade schon mal kurz angeklungen, ich habe zu Beginn 3 Wochen bei Herrn Tiedemeyer gewohnt. Ich habe im Keller so ein kleines Zimmer gehabt, bin dann auch mal weggefahren, aber ich habe tatsächlich mit ihm dann auch mal Mittag gegessen und Abend gegessen, auch mal eine Flasche Rotwein getrunken und habe mit ihm sehr viele Gespräche geführt. Und das, ich habe, glaube ich, zu meinem Vater noch immer gesagt, ich habe das Gefühl, in einem Abend mehr zu erfahren, mehr zu lernen, wenn man mit Herrn Tiedemeyer stundenlang zusammensetzt, als in einem Semester Studium. Das war tatsächlich der Fall. Man ist dann auch total erschlagen von diesem ganzen Haufen Informationen, die man da bekommt. Aber ich habe das auch alles aufgezeichnet, also auch als historische Dokumente mitgenommen. Bin ich ins Archiv, habe das Archiv versucht mit einem Findbuch, habe ich dann später auch gelernt, nennt man das in der Geschichtswissenschaft, habe ein Findbuch aufgenommen und habe erstmal geguckt, was ist überhaupt alles da, was wäre hier interessant zu erheben. Sie müssen sich vorstellen, in diesem Archiv, da lagen auch Dokumente, Glückwunschschreiben waren dabei, Absagen zur Einladung und so weiter. Das sind ja alles so diese unwichtigen Dokumente, die jetzt nicht unbedingt in so ein Buch Einzug nehmen müssen. Aber es waren halt auch wichtige Dokumente. Und diese wichtigen Dokumente, diese sogenannten Goldnuggets zu finden, war relativ schwierig. Ich habe dann kontinuierlich mich 2 Jahre durch das Archiv durchgearbeitet, habe zeitweise halt bei Tiedemeyer gewohnt, habe mir aber auch zeitweise immer Ordner mit nach Hause genommen und habe dann immer in 2-3-Wochen-Rhythmus diese Ordner zu Hause durchgearbeitet und war dann irgendwann auch froh, als dann diese Archivdurcharbeitung dann auch geschafft war. Ich habe insgesamt rund 250 Dokumente aus dem Archiv erhoben, die nicht veröffentlicht waren und die hier auch Einzug in das Buch genommen haben. Unterstützt habe ich das Ganze, sind natürlich viele Fragen aufgekommen während des gesamten Arbeitsprozesses und habe Experteninterviews geführt. Ich habe hier ein paar Namen aufgenommen. Ich habe mit Mario Draghi gesprochen, mit Ottmar Issing, bei Wolfgang Schäuble war ich, bei Jürgen Stark, bei Jean-Claude Geschehen in Paris, bei Theo Weigel oder auch bei Jens Weidmann. Ich zeige Ihnen hier mal ein Foto. Herr Siegers, jetzt kommen Sie erstmal auf ein Foto. Das ist hier der Beginn, 2011, mit Herrn Siegers und Professor Gehler. Hier rechts, das ist nicht mein kleiner Bruder, sondern das bin ich. 2013 mit Professor Gehler und Herrn Schiedmeier. Hier rechts habe ich noch ein paar Bilder mitgebracht. Hier oben links, da war Wolfgang Schäuble noch Finanzminister. Hier vorne mit Mario Draghi im EZB-Tower und unten links mit Theo Weigel, den ich in seiner Kanzlei in München besucht habe. Und habe während dieses gesamten Prozesses insgesamt rund 30 Stunden Interviewmaterial mit diesen Personen aufgenommen. Mit Tiedemeyer waren es nochmal 25 weitere Stunden Audiomaterial, sodass ich insgesamt 376 Seiten Interviews transkribiert habe, verschriftlicht habe und die bekommt man auch von Mo Siebeck, wenn man dieses Buch käuflich erwirbt als Online-Zugang, also die sind hier nicht drin, das wäre nicht machbar gewesen, die bekommt man online, bekommt man noch Zugriff drauf und ich finde, da sind tatsächlich noch viele interessante Informationen dabei, vielleicht können wir nachher in der Diskussion nochmal darauf
eingehen, auch zur deutschen Einheit. Es sind viele spannende Geschichten, die ich auch noch offen gelassen habe für künftige Forschung, die mir in den Gesprächen erzählt worden sind. Und letztendlich kam auch dieses Literaturstudium dazu und Vorfall, Eigenpublikationen, Interviews, Presseartikel mit Tietmeyer und der breiten Literaturbasis. Also es war alles eine breit gefächerte Arbeit, aber im Grunde, wenn man dann zum Schluss so einen Text vorliegt, dann denkt man sich, so viel war es eigentlich gar nicht. Und dann ist man aber auch stolz, wenn man zum Schluss dieses Buch tatsächlich in der Hand hat. Ich will aber jetzt in das Inhaltliche einsteigen. Und zwar in das Thema Tietmeyer, der Stabilitätseuropäer. Das ist bei mir das sechste und letzte Kapitel vorm Fazit. Und ich habe mir damals noch gemeinsam mit Tietmeyer in Gesprächen, habe ich ihm die Frage gestellt, Herr Tietmeyer, was war eigentlich Ihr Modell für die Eurozone? Wie sollte das eigentlich aussehen? Und habe versucht, das ist gar nicht so leicht, das klingt jetzt leichter als es ist, aber ist erstmal gar nicht so leicht zu greifen, so wirklich die Eckpunkte festzulegen. Und ich habe dann basierend auf seinen Publikationen und auch basierend auf den Gesprächen dieses Modell entwickelt. So sollte in den 90er Jahren die Eurozone aussehen. Wir hatten in der Mitte die Konvergenz der Mitgliedstaaten, eine ökonomische Konvergenz der Mitgliedstaaten. Also es war quasi der Wunsch derjenigen, die diese Modelle auch dann vertreten haben, viele Ökonomen auch in Deutschland vertreten, dass die Mitgliedstaaten in der Eurozone erstmal eine gemeinsame ökonomische Konvergenz erzielen müssen, bis man eine gemeinsame Währung am Ende eines Prozesses oben drauf setzt. Eigentlich ganz einfach, wenn die Mitgliedstaaten unterschiedliche ökonomische Leistungsfähigkeiten haben, dann ist ein gemeinsamer Zins für die einen möglicherweise zu groß oder zu hoch und für die anderen zu niedrig. Man könnte es auch sagen, für die einen ist der Mantel zu groß, den man anziehen muss, für die anderen ist er zu klein. Tietmeyer sprach von einem dynamischen Prozess. Ich komme gleich drauf, was das bedeutet. Das war für ihn im Zentrum. Es gab auch andere Ansichten, aus Frankreich zum Beispiel, die Franzosen, die haben gesagt, wir führen erstmal eine gemeinsame Währung ein und danach nähern wir uns alle ökonomisch an. Das war letztendlich das Modell, was auch umgesetzt worden ist. Wir sehen ja, wo es hingeführt hat. Die notwendigen Bedingungen, die Tietmeyer formuliert hat, war erstens der Sanktionsmechanismus, auch darauf gehe ich gleich noch ein, war die EZB, die ja eigentlich nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank, der sehr erfolgreichen Deutschen Bundesbank, aus den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren, das Verbot monetärer Staatsfinanzierung, die No-Bail-Out-Klausel und langfristig die politische Union. Ich gehe jetzt gleich, wie gesagt, auf jeden einzelnen Punkt einmal ein. Tietmeyer hatte noch zwei grundlegende Voraussetzungen. Er sagte einmal, wir müssen wissen, dass der Eintritt in die Währungsunion das Schicksal der Teilnehmer unaufkündbar aneinander bindet. Das war eine Einbahnstraße, eine Ehe ohne Rücktrittsversicherung, wenn man so will. Da mache ich jetzt mal ein Fragezeichen dran, basierend auf den jüngsten Entwicklungen auch, sei es Griechenland 2015, sei es aber auch die Entwicklung, die wir auch vorher schon gehabt hatten, 2010, 2008. Und Tietmeyer war auch überzeugt, dass die Regierung und die Zentralbanken verdeutlichen sollten, dass nicht die möglichst frühe Zugehörigkeit zur Wirtschafts- und Währungsunion, sondern der dauerhafte Verbleib des Objekt nationalen Strebens sein sollte. Das war so sein Grundkredo. Ich komme zur Konvergenz der Mitgliedstaaten. Viele von Ihnen werden sich noch erinnern, die Jahre 96, 97. Und ich habe mal zwei Konvergenzkriterien rausgesucht, weil die im Zentrum dieser Debatte gestanden haben. Das eine sehen Sie hier an der Original, das ist die Staatsschuld in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und Sie sehen hier unten das jährliche Haushaltsdefizit in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Den Ländern war es nicht erlaubt, im Referenzjahr 1997 über die 60% Staatsschuldquote, also über der 60% Staatsschuldenquote zu liegen. Und den Ländern war es auch nicht erlaubt, ein Haushaltsdefizit von höher als 3% zu haben. Wie man hier im Jahr 97 sieht, das mit den 3% klappte ganz gut, bis auf Griechenland. Das mit der Staatsschuldenquote klappte nicht so gut. Die Regeln wurden dann zum ersten Mal etwas aufgeweicht und es hieß, wenn man sich auf einem guten Weg dahin befindet, dann könnte man auch Teil der Eurozone werden. Ich fand es ganz besonders interessant, wenn man sich die Entwicklung zwischen 1996 und 1997 anschaut. Das war innerhalb von einem Jahr. Plötzlich bewegten die sich innerhalb von einem Jahr ganz massiv unter die 3%-Grenze und viele Länder bewegten sich auch mit großen Schritten auf die 60%-Grenze zu. Wenn man mit den Experten spricht, die viel von kreativer Buchführung dann zum Beispiel sprechen, was dann so an den Tag gelegt wurde. Selbst Theo Weigel versuchte damals durch die Neubewertung der goldenen Devisenreserve noch irgendwie sein Haushaltsdefizit hinzubekommen, wurde da schon sehr viel,
sehr viel getrickst in diesem Jahr. Und letztendlich wurde auch mit zwei Augen zu, wurden dann auch 12 Euro-Staaten, zu Beginn 11, Griechenland kam 2 Jahre später dazu, aus politischen Beweggründen die Türen und die Tore in die Eurozone geöffnet. Die Konvergenzkriterien, und das jetzt kommt dieses Thema dynamisch mit rein, die Konvergenzkriterien wollte Tietmeyer aber dauerhaft haben, weil es war damals im Jahr 1997 wie eine Schranke, man läuft einmal durch und ist quasi drin, aber das hält ja langfristig nicht. Und Tietmeyer war es wichtig, dass man langfristig diese Konvergenzkriterien festnagelt, dass man langfristig an die Regeln hält. Ich habe dann in meiner Doktorarbeit mal untersucht, wie häufig die fiskalischen Konvergenzkriterien seit 1999 eigentlich verletzt wurden. Das IFO-Institut hat interessanterweise das dieses Jahr auch erst nochmal gemacht, kam auf eine Zahl 165, also 165 Mal wurden die Konvergenzkriterien seit 1999 verletzt. Und Sie sehen hier die Häufigkeit an der Ordinate, das Haushaltsdefizit 3% und hier unten die Schuldenquote und die 0 bis 10 ist die Häufigkeit. Also wer hier oben sich befindet, ist böse, wer hier unten sich befindet, war brav. Hier unten haben wir Länder wie Holland, Irland, Finnland, Luxemburg. Hier oben sind die bekannten Portugal, Spanien, Frankreich oder auch Griechenland. Und da hat sich bis heute eigentlich nicht viel geändert. Es gab, vielleicht haben Sie es mitbekommen, Anfang des Jahres gab es in Italien immer wieder die große Debatte. Herr Juncker hat immer wieder gedroht, damals noch Juncker hat immer wieder den Italienern gedroht, dass es zu einem Defizitverfahren kommt, dass man die Italiener bestrafen würde, aber die Italiener hat es nicht interessiert und man macht einfach so weiter, wie es ist. Das hat natürlich Tietmeyer nie wirklich gepasst und das war ein großes Problem. Deswegen, und da komme ich gleich drauf, hat er auch von vornherein einen automatischen Sanktionsmechanismus gefordert, wenn man die Regeln einmal bricht. Ich möchte aber noch auf eine andere Sache eingehen und das hat auch mit der Konvergenz der Mitgliedstaaten zu tun. Und das ist eigentlich im Grunde auch das zentrale Problem, was wir in der Eurozone bekommen haben. Sie sehen auf der linken Seite, sehen Sie die Renditen der Staatsanleihen der europäischen Mitgliedstaaten. Was passiert ist seit 1995, war, dass zu Beginn die Staatsanleihen in Griechenland, die Griechen mussten noch einen Prozentsatz von ungefähr 17% bezahlen, die Deutschen lagen ungefähr 6%, bei 6%. Die Märkte hatten die Risiken einfach unterschiedlich stark bewertet und deswegen mussten die Griechen natürlich einfach logischerweise mehr Zinsen an die Gläubiger bezahlen, als die Deutschen tun mussten. Als die Währungsunion dann kam, wurden plötzlich die Staatsanleihen der Griechen, die Staatsanleihen der Italiener, die Staatsanleihen der Deutschen mit dem gleichen Risiko bewertet. Das heißt, wir näherten uns plötzlich an die Zinsen an und wir waren im Jahr 98, 99, 2000 alle auf dem gleichen Niveau. Also ob man sich in Griechenland verschuldet hat oder in Deutschland verschuldet hat, man hat den gleichen Zins bekommen. Hat natürlich mit Risikoäquivalenz nichts zu tun. Jetzt springen wir mal hier rüber auf die andere Seite zu den Schuldenquoten. Es gab Länder wie zum Beispiel Deutschland, es gab Länder wie zum Beispiel auch Holland, die haben das gemacht, was man machen sollte. Und zwar, die haben angefangen, mit den günstigen Zinsen ihre Schulden einzubauen. Es gab aber auch Länder wie zum Beispiel Griechenland, es gab Länder wie Spanien, Frankreich, Italien oder Portugal, die haben letztendlich die günstigen Zinsen genommen, um kreditfinanzierte Lohnerhöhungen umzusetzen, wenn man so will. Haben angefangen, ihre Löhne in ihren Ländern zu erhöhen und haben konsumiert. Die haben dieses Geld konsumiert. Das führte im Jahr 2008, 2009, 2010 dazu, dass die Märkte plötzlich realisierten, was hier eigentlich passiert. Es führte dazu, das sieht man hier ganz schön, wie die Zinsen sich plötzlich wieder auseinander dividieren, dass man merkte, ach, die haben ja doch unterschiedliche Risiken und ein Griechenland oder ein Italien kann ja vielleicht doch Staatsbankrott anmelden. Und das führte so weit, dass im Jahr 2012 Mario Draghis womöglich berühmtester Satz gesagt wurde, whatever it takes, wir kaufen alle Staatsanleihen auf, unbegrenzt, egal was passiert. Das war das, was damals die Märkte wieder beruhigte. Wir kamen jetzt hier mittlerweile, gehen wir jetzt wieder in Richtung Zinskonvergenz, wir bewegen uns in den negativen Bereich, in den negativen Zinsbereich, aber dieses Problem, wir sehen hier, wir reden hier über das Jahr 2019, dieses Schuldenproblem haben wir nach wie vor. Und da ist die Frage, wie man da mittel- oder vor allem auch langfristig wieder rauskommt und da hat keine Europäische Zentralbank und keine Staats- und Regierungschefs aktuelle Antwort drauf. Was Tietmeyer also wollte, ich habe hier mal ein X dran gemacht, weil die Konvergenz der Mitgliedstaaten war nicht gegeben. Was Tietmeyer also wollte, war ein Fallbeil.
Er sagte, wenn Regeln gebrochen werden, dann muss eine automatische Sanktionierung einsetzen. Er kritisierte, dass von Beginn an bei diesen Regeln ein hoher Interpretationsspielraum da war, weil es letztendlich eine politische Entscheidung gewesen ist. Und auch im Fiskalpakt 2011, der wurde von Frau Merkel auch groß gefeiert, hörte man, dass sich der Stabilitäts- und Wachstumspakt jetzt weiterentwickelt worden ist, aber auch da gab es keine Weiterentwicklung unterm Strich. Und was wir jetzt bemerken, die Realität sagt, dass es seit Einführung des Euro keine einzige Sanktion gegeben hat, obwohl, und das sind aktuelle Studien aus der Wissenschaft, 2/3 der Verletzungen strukturell bedingt gewesen waren, also sanktionsfähig gewesen wären. Allerdings, die Politik ist hier zu stark und ein bisschen polemisch, aber kocht da ihr eigenes Süppchen. Und diese Problematik, die begleitet uns jetzt schon seit einiger Zeit, und dafür muss die Politik und müssen die Mitgliedstaaten demnächst eine Lösung finden. Vor allem das größte Problem ist, dass diese Regeln hochgradig an Glaubwürdigkeit verloren haben, hochgradig an Bindungswirkung verloren haben und dass wir jetzt gerade auf der Suche sind nach einer Art Maastricht-Vertrag 2.0 oder dieses ganze Eurozone komplett neu denken müssen eventuell auch. Und das wird die große Herausforderung der Zukunft sein. Ich komme zum nächsten Thema. Das nächste Thema, ich mache nochmal ein Kreuz dran mal wieder, weil dieser Sanktionsmechanismus nicht umgesetzt worden ist. Ich komme zum nächsten Thema, EZB nach Vorbild der Deutschen Bundesbank. Ich denke, das ist bei den meisten bekannt. Die Deutsche Bundesbank galt immer als Stabilitätsanker in dem europäischen Währungssystem, in Europa über Jahrzehnte hinweg. Warum? Die Deutsche Bundesbank war bekannt dafür, dass Preisstabilität, das oberste Ziel definiert worden war. Das war in Mitgliedstaaten wie Frankreich zum Beispiel anders. Da war die Geldpolitik auch zuständig für Wachstum zum Beispiel. Die gucken sich auch den Arbeitsmarkt an. In Deutschland war die Bundesbank nur zuständig dafür, dass sie die Inflation unter 2% hält. Und die Bundesbank verfolgte auch eine konsequente mittel- und langfristige Stabilitätspolitik. Dazu war sie politisch komplett unabhängig, auch das ein Unterschied zur Banque de France. Und das gab der Bundesbank eine hohe Glaubwürdigkeit. Was man hier sieht, ist auf der einen Seite, auf der Ordinate, ein sogenannter Zentralbank-Unabhängigkeitsindex, der in den Jahren 1955 bis 1988 aufgestellt worden ist. Und da wurden die Länder untersucht, wer halt den höchsten Zentralbank-Unabhängigkeitsindex hat. Da lag Deutschland ganz weit oben. Durch diesen hohen Zentralbank-Unabhängigkeitsindex gelang es Deutschland, eine Inflationsrate im Durchschnitt zu haben über 33 Jahre hinweg, die im europäischen Vergleich absolut brillant gewesen ist. Und das war letztendlich auch der Grund dafür, dass Deutschland mit einer sehr starken Position in die Euro-Verhandlungen gegangen ist und dann auch durchsetzen konnte, dass die EZB nach Vorbild der Deutschen Bundesbank gegründet worden ist. Es gab damals noch große Interventionsbewegung aus französischer Seite, unter anderem von Alain Juppé, der Premierminister damals, der noch wollte, dass die Europäische Zentralbank noch mehr auf Wachstum, noch mehr auf den Arbeitsmarkt geht. Aber das wurde nicht umgesetzt, denn in Artikel 127 und Artikel 130 wurde sowohl die Preisstabilität als auch das Ziel der Geldpolitik definiert, als auch die politische Unabhängigkeit der EZB. Das heißt, in diesem Punkt kann man bei dem Modell Tietmeyer auf jeden Fall einen Haken machen. Ich glaube, wir können da nachher auch noch darüber diskutieren, ob die EZB tatsächlich noch unabhängig ist. Sie operiert derzeit im Grenzbereich ihres Mandats zwischen Fiskalpolitik, Geldpolitik. Da gibt es viel Diskussionsbedarf. Allerdings, letztendlich entscheiden die Gerichte. Und der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die EZB gemäß ihres Statuts agiert. Und da wir bestimmt alle an den Rechtsstaat glauben, denke ich, dass man dem auch folgen sollte. Also, EZB nach Vorbild Bundesbank kann man einen Haken dran machen. Jetzt kommen wir eigentlich zum größten Problem. Sogar noch größer als das Zinskonvergenzproblem. Und zwar wurde das von deutscher Seite in den 90er Jahren noch reinverhandelt. Einmal die No-Bailout-Klausel und einmal das Verbot monetärer Staatsfinanzierung. Was heißt das? Die No-Bailout-Klausel war damals für die deutsche Seite ein Thema, was nicht verhandelbar war. Und zwar besagt sie, dass kein Mitgliedstaat der Eurozone für einen anderen Mitgliedstaat haften darf. Wenn ein Mitgliedstaat in die Insolvenz geht, pleite geht, dann muss er selber versuchen, wieder auf die Beine zu kommen. Wir haben ein unglaublich positives Beispiel in der Eurozone erlebt. Das war Irland vor 2008. Irland ging quasi staatsinsolvent und hatte keine Hilfen aus der Eurozone und hat es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit ihre Wettbewerbsfähigkeit wieder aufzubauen.
und sind heute eines der erfolgreichsten Staaten, das wir in der Eurozone haben, in Sachen Wettbewerbsfähigkeit. Das war das eine Thema. Das andere Thema war das Verbot monetärer Staatsfinanzierung. Der EZB war es von Beginn an verboten, mithilfe der Geldpolitik Staaten zu finanzieren. Das ging gut bis zu der berühmten Nacht am 8. Mai 2010. Vielleicht erinnern Sie sich auch daran, gab es das große, dass die Finanzkrise tobte gerade und die Eurozone drohte auseinanderzubrechen. Griechenland war überschuldet, diese Märkte, was ich eben gezeigt habe, mit whatever it takes, drehten alle durch. Und die Staats- und Regierungschefs einigten sich damals auf einen Stabilisierungsfonds, EFSF, mit dem mit 150 Milliarden Euro die staatlichen Insolvenzen gestoppt worden sind, potenzielle staatliche Insolvenzen gestoppt worden sind, weil man Angst hatte, dass sich das auf den, auf das Bankensystem auswirkt. Übrigens, wer jetzt gerade die Presse verfolgt hat und weiß, dass Frau Lagarde seit letzte Woche Freitag EZB-Präsidentin geworden ist, Frau Lagarde hat öffentlich damals gefeiert, dass das so passiert ist, dass die No-Bailout-Klausel gekippt wurde und dass wir quasi den Bailout zugelassen haben in der Eurozone. Das muss man nur für die Zukunft einmal im Hinterkopf behalten. Und das andere Thema war, dass die EZB Anleihekäufe gestartet hat, von notleidenden Staaten. Und dadurch haben wir in der Eurozone eine indirekte gemeinsame Haftung über die Bilanz der EZB bekommen. Sowohl die No-Bailout-Klausel als auch das Verbot monetärer Staatsfinanzierung ist in dieser Nacht des 8. Mai 2010 gekippt. Und seitdem hat die Eurozone einen ganz anderen Charakter. Ich habe hier mal ein paar Zahlen mitgebracht, damit Sie mal einschätzen können, was seitdem passiert ist. Seitdem gab es Anleihekäufe der EZB, was vorher verboten war, in Höhe von 2.648 Milliarden Euro. Mal so als Größenordnung, weil das kann man sich gar nicht vorstellen, so diese Werte. Das ist 3,8 Mal das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz, das ist 7,4 Mal der Bundeshaushalt für 2020 von Deutschland und wir reden über 172 Mal den Börsenwert der Deutschen Bank. Also das sind unglaubliche Summen, die da aufgebaut worden sind. Und was man Ihnen auch sieht, ich habe mal die Bilanz der EZB mitgebracht aus den letzten 12 Jahren, da hat sich die Bilanz der EZB verfünffacht. Ein unglaublich großer Haufen Geld ohne reales Vermögen dahinter, der geschaffen worden ist. Und da muss man auch für Zukunft, das ist die große Aufgabe der neuen Präsidentin, dass man für Zukunft aufpasst oder sich Strategien überlegt, wie man aus diesem, ich nenne es jetzt mal Dilemma, wie man aus dem Dilemma wieder aussteigt. Es wird nur möglich sein über einen schrittweisen Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik. Wie das machbar ist, wird schwierig. Der letzte Punkt, und damit komme ich gleich zum Ende, ist langfristig die politische Union, die Tietmeyer wollte. Tietmeyer meinte eine politische Union nicht à la Sozialunion, à la Transferunion, dass wir anfangen, alle quasi so ein bisschen wie Westdeutschland, Ostdeutschland, dass wir für den Süden bezahlen, sondern für Tietmeyer stand am Ende eines langfristigen Prozesses irgendwann der europäische Superstaat, dass wir mehr Kompetenzen auf supranationale Ebene heben. Wir können da über eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zum Beispiel sprechen, die uns ja eigentlich auch schon seit den 50er Jahren begleitet. Man könnte aber auch über eine europäische Wirtschaftsregierung zum Beispiel sprechen. Und wenn man sich anschaut, was passiert ist in den letzten Jahren innerhalb der Eurozone, dann muss man durchaus sagen, dass wir einige Elemente einer politischen Union durchaus schon haben. Wir haben eine Bankenunion, wir haben einen gemeinsamen Kapitalmarkt, wir haben einen europäischen Gerichtshof, wir haben eine europäische Zentralbank, wir haben viele Elemente und sowas lässt sich ja nicht von jetzt auf gleich erschaffen, eine politische Union. Aber wir sind da durchaus auf dem richtigen Weg, denke ich, müssen allerdings aufpassen, gerade auch vor dem Hintergrund der neuesten politischen Entwicklungen, Zunahme von Populisten im Süden, aber auch im eigenen Land, dass wir da nicht in die falsche Richtung uns bewegen und an dieser politischen Union weiterarbeiten. Denn Tietmeyer war zwar ein harter Hund, hätte ich fast gesagt, war zwar sehr hart in der Sache, aber trotzdem auch ein europäischer Föderalist. Und ich denke, das in der Mischung, darauf müsste man sich durchaus mal wieder zurückbesinnen. Ich möchte schließen mit, also da kann man einen Kreis dran machen, das ist nicht positiv, auch nicht negativ, sondern das ist auf dem richtigen Weg. Ich möchte schließen mit einem Zitat, das er immer wieder gebracht hat und das ich mir so ein bisschen zu eigen gemacht habe. Das ist von dem Nationalökonomen Leon Walras und finde, passt ganz gut zur Eurozone. Er sagte, wenn man kurzfristig ernten will, baut man Möhren und Salat an, hat man Ehrgeiz
pflanzt man Eichen und da kann man sagen, meine Nachkommen werden mir ihren Schatten verdanken. Vielen Dank. Lieber Herr Mutter, herzlichen Dank für diesen faszinierenden Vortrag. Trotz verminderter Sehschärfe und nicht geringer Schärfe vorgetragen. Wir können bereits die Diskussion eröffnen. Sie haben ja im Grunde Einblick bekommen in die Biografie von Hans Dietmeyer, auch wie Herr Dr. Algenwissen seine Arbeit angelegt hat, mit welchen Methoden, mit welchen Quellen er gearbeitet hat. Und dann gab es ja den Schwerpunkt Euro, wie Hans Dietmeyer diese Geschichte auch miterlebt hat, dass sein Modell, seine Vorstellung, seine Idealvorstellung, fast muss man sagen, Idealtypus Max Weber, war ja auch von Ackerbürger ausgeredet, am Weber schon Begriff, weil der Idealtypus Euro aus der Sicht Dietmeyers aussehen hätte können oder müssen, muss man sagen. Fragen an unseren Referenten, ich eröffne hier die Diskussion. Bitte schön. Der Moderator muss immer eine Frage haben, aber er muss ihn nicht aus dem Köcher ziehen. Es gibt bereits eine, es gibt ein Mikro, eine Sekunde, wenn Sie gekommen sind, können Sie fragen. Wo ist mein Name? Schönen Dank für den Vortrag. Erstmal, ich habe gut zugehört. Die durchschnittliche Verschuldung der Euro-Länder liegt zurzeit bei etwa 86% ihres Bruttoinlandsprodukts. Die einzelnen Ausreißer mögen ja sein. Entscheidend ist die Zahl von 86% und nähern sich somit der 100% Normalmensch ist ein Pleite, ein Handwerker schon lange. Wie sehen Sie es jetzt weiter? Erstens. Zweitens, Geldwertstabilität. Die gibt es natürlich, aber es gibt auch Ausreißer. Nehmen Sie mal Immobilien oder nehmen Sie Rotwein oder nehmen Sie irgendwelche Bilder oder andere Dinge. Und da haben wir ja eine Inflation, die nähern sich bei Immobilien, München, was hier steht ja noch, Hamburg, da sind ein Niveau für normale Menschen nicht mehr fassbar. Dankeschön erstmal. Das war ja mehr ein Kommentar, aber auch die Frage, wie geht es weiter, die Frage, die häufig Journalisten stellen, wie geht es weiter? Der Historiker ist da eher Zeit und schaut immer zurück, wie ist es denn so weit gekommen? Aber die Frage, die Sie sich auch stellen, wie geht es weiter? Weitere Fragen, Herr Freiwald. Mikro kommt und die nächste Frage ist im Kommen. Sie haben zum Schluss in Ihrer Grafik dargestellt, wie hoch die Bilanzsumme inzwischen der Europäischen Zentralbank gewachsen ist. Und Sie haben ja zu Recht gesagt, das sind alles ungedeckte Beträge. Gab es von Draghi Ideen, wie das zurückzuführen ist? Und kennen Sie Pläne von Frau Lagarde, dieses wieder zurückzuführen? Denn das sind ja gewaltige Beträge, die ein Sprengsatz beinhalten, der gewaltig ist. Kennen Sie Pläne von Frau Lagarde? Eine faszinierende Frage. Den Wort ist bei der Hauptgespräche. Ich habe gehört, aber gute Frage. Wir sammeln weiter spannende Fragen, interessante Fragen, kitzelige Fragen. Sehe aber keine, dann mache ich den Hattrick. Also die dritte. 1999, Historiker, geht zurück, tritt Dietmeyer ab, geht in Pension. Ich frage Sie, war das nicht auch irgendwo in seinem Sinne zu gehen? Hat er eine Vorahnung, was da kommen würde? Sie haben ja schon hingewiesen auf die Trickserei 96, 97, hat er ja alles wach verfolgt, hat er seine Vorbehalte auf diese Art und Weise, der Methodik der Einführung des Euro. War er am Ende nicht sogar ein bisschen froh, dass er nicht mehr dabei sein musste? Andererseits musste er sich Zurückhaltung auferlegen, wie Sie gesagt haben, hat sich sehr zurückgehalten, hat keine großen, giftigen, galligen Kommentare abgegeben über das weitere Geschehen. Wie sieht das aus im Innenleben? Sie haben ja mit Dietmeyer viel verbracht, Stunden, tagelang ihn erlebt.
Ist da was herauszuhören gewesen? Dieses Gefühl des Unbehagens auch, weil er hat im Grunde ja die Dinge richtig scharf eingeschätzt. Und Sie haben auch gesagt, er war ein harter Hund. Und trotzdem war er ein Föderalist, das ist ja auch kein Widerspruch. Stabilität, wenn man ein Haus baut, baut es ein klares Fundament. Das ist wirklich kein Widerspruch, wenn ich das so höre von Ihnen nochmal, harter Hund. Konvergenz, Stabilität und Föderalist. Er wollte die britische Union. Aber so geht das ja nicht, wie es da gekommen ist. Das würde mich noch interessieren. So, das waren drei Fragen. Auf geht's. Ich fange mal an mit den Vermögenspreisen. Herr Busse, weil ich die gerade selbst da mitbekommen habe. Ich habe eine Grafik mitgebracht, die das eigentlich ganz schön zeigt. Wir sehen auf der einen Seite, und das ist diese graue Linie, das ist der Verbraucherpreisindex, das ist die Inflation, über die wir ständig sprechen. Das sind diese, aktuell liegen wir bei 1,4% in der Eurozone, Deutschland lag mal bei 2 vor ein paar Monaten, aktuell bei 1,8. Aber die rote Linie ist der Vermögenspreisindex. Und in den letzten 10 Jahren sind die Werte in den 7 größten europäischen Städten, in den 7 größten deutschen Städten, sind die Vermögenspreise um 88% gestiegen in den letzten 10 Jahren. Und das ist tatsächlich ein Problem dieser Geldpolitik. Und das ist ein Thema, ich glaube gestern habe ich es erst gelesen, gab es einen Aufschlag von Gunter Schnabel, einem der renommiertesten Ökonomen in diesem Land, der genau das Thema jetzt angesprochen hat, dass man quasi die Assetpreise, die Vermögenspreise in die Inflationsbetrachtung mit reinnehmen muss. Und das tut die EZB derzeit noch nicht. Die EZB überprüft derzeit den Verbraucherpreis, den klassischen, und agiert dementsprechend mit ihrer Geldpolitik. Das ist durchaus ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Ich beobachte das, aber die Europäische Zentralbank beschäftigen wird. Und ich sage Ihnen noch eins, die Summe der Immobilienkredite, das passt auch noch ganz gut, ist im gleichen Zeitraum auch seit 2009 in ganz Europa um 30% gestiegen. Also das nimmt richtig Fahrt auf und wer abgehängt wird, ist halt die Mitte der Gesellschaft, weil die Mitte der Gesellschaft sich die Immobilien in den Städten nicht mehr kaufen kann. Und das ist ein Problem, das letztendlich auch die Wählerinnen und Wähler in die Arme der AfD treibt. Und die Arme der Populisten treibt, das ist nicht nur die AfD. Nächste Frage wäre das Thema die ungedeckte Bilanzsumme der EZB. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich möchte auf zwei Dinge eingehen. Erstmal habe ich noch eine Grafik mitgebracht der Zinsen. Weil das ist ja wahrscheinlich auch so ein Thema, was jeden hier umtreibt wahrscheinlich. Früher gab es noch Zinsen, man hat noch so auf sein Erspartes, über das ganze Leben hat man noch einen Notgroschen bekommen über die Zinsen, die dann gezahlt worden sind. Und das ist spannend, wenn man sich die kumulierten Zinseinbußen der privaten Haushalte seit 2010 anguckt und das ins Verhältnis setzt zur Zinsersparnis des deutschen Staates. Ist ungefähr gleich hoch. Während der deutsche Staat in den letzten rund 10 Jahren 368 Milliarden Euro Zinsen gespart hat, haben die privaten Haushalte, also wieder die Hälfte der Gesellschaft, 360 Milliarden Euro an Zinsen verloren. Und das ist natürlich auch ein Thema, wo man auch politisch, gesellschaftspolitisch aufpassen muss, dass das nicht irgendwann zum großen Knall kommt. Und da komme ich zum nächsten Thema und das ist, ich zeige mal eben die Bilanz der EZB, das ist das Thema, wie kriegt man eigentlich diese Bilanz wieder reduziert und diese Bilanz reduziert kriegt man im Grunde nur, indem man schrittweise aus der expansiven Geldpolitik aussteigt, schrittweise allerdings. Wenn man es nicht schrittweise tut, dann, ich denke, diejenigen, die ökonomisch auch bewandert sind, die wissen, wenn man etwas nicht schrittweise tut, dann kann es zu abrupten Veränderungen in der Gesellschaft kommen und das kann auch ungemütlich werden. Deswegen auch da gibt es Papiere darüber, die sich damit beschäftigen. Ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man, damit sich die Marktteilnehmer auch darauf vorbereiten können, den Leitzins in den nächsten 15 Jahren jedes Jahr um 0,25% erhöht. Das quasi manifestiert in der Geldpolitik. Das ist aber ein deutscher Vorschlag und ich gehe nicht davon aus, dass der von einer EZB-Präsidentin, Christine Lagarde, angenommen wird. Denn Christine Lagarde steht für die Strategie Draghi. Wir können uns von Draghi verabschieden, aber wir werden uns nicht von der Geldflutung verabschieden. Frau Lagarde hat zwar angekündigt, die geldpolitische Strategie der EZB überprüfen zu wollen, gleichzeitig
hat sie aber auch real angetreten und hat konkrete geldpolitische Maßnahmen vorgefunden, die bis ins Jahr 2024 schon manifestiert sind. Das heißt, sie kann daran gar nichts verändern, erst mal in den ersten Jahren ihrer Amtszeit. Und dann ist halt die nächste Frage, ob sie das will. Und wer Frau Lagarde noch aus dem IWF kennt, der weiß, dass sie deutlich näher bei Draghi ist als bei Tietmeier. Und wenn man dann sich auch anschaut, dass sie jetzt letztendlich von Mario Draghi so eine Art Premium-Kreditkarte mit Unlimited Grenze bekommen hat, dann wird sie das, ich glaube, davon können wir ausgehen, auch ausnutzen. Thema Schuldenquoten, genau, liegt bei 86%, die durchschnittliche Schuldenquote der europäischen Staaten. Die Frage wird halt sein, wenn man die Schuldenquoten nicht in den Griff bekommt, klar sind wir auf dem Weg in Richtung 60%, aber solange wir in der Eurozone noch Ausreißer haben, wie zum Beispiel in Griechenland, das bei über 880% liegt, oder auch in Italien, das bei 130% liegt, und die Italiener genau das Gegenteil von dem machen zurzeit, was sie machen sollen, nämlich eine ultra-expansive Fiskalpolitik, und dann, da kommen wir zum Thema, was ich vorhin angesprochen habe, Defizitverfahren, Thema Rüge der Kommission, dann in ihre Haushalte in diesem Jahr zum Beispiel schon die Gewinne eingepreist haben, die sie aus der Olympiade 2026 in Mailand erzielen werden. Das ist kein Witz, das ist kein Witz, das stimmt wirklich. Wenn es zu diesen Argumenten kommt, dann da muss man halt die Frage der Seriosität der Finanzpolitik in Teilen stellen. Und solange wir diese hohen Schuldenquoten in diesen Staaten haben, in diesen einzelnen Staaten, können wir am Zins gar nichts machen. Was passiert denn dann? Wir haben während meiner Zeit im Deutschen Bundestag, ich habe im Bereich Finanzpolitik gearbeitet, haben wir den wissenschaftlichen Dienst mal beauftragt zu berechnen, was eine moderate Erhöhung des Leitzinses um 1% für den deutschen Bundeshaushalt bedeutet. Das ist schwer zu berechnen, weil wir unterschiedliche Laufzeiten der Kredite haben und so weiter, aber die kamen auf einen Wert von ungefähr 7 Milliarden. 7 Milliarden nur in Deutschland. Wenn man sich überlegt, die Soli-Abschaffung soll 20 Milliarden kosten, darüber reden wir jetzt schon sehr lange. Das sind 7 Milliarden Euro, nur 1% Leitzinserhöhung. Und wenn man das jetzt überträgt auf ein Land wie Italien, auf ein Land wie Griechenland, aber auch die Spanier oder die Portugiesen, die sind nicht besser dran, dann muss man, um den Leitzins irgendwann wieder anzuheben, erstmal diese Schuldenquoten ran. Und dann hilft auch keine Durchschnittsbetrachtung. Ich habe mal nachgefragt. Die langfristigen Zinsen, also 80 Jahre, zu denen die Nationalbanken an die Geschäftsbanken Geld verleihen, liegt zwischen 4,5 und 5,5%. Irgendwann werden wir den Euro satt haben und werden uns den indischen, ich weiß nicht, wie die Währung heißt, oder amerikanischen Dollar oder englische Pfund verschulden, weil das dann angenehmer ist. Ja, die Frage ist, es ist ja, ich will es auch, man muss auch vorsichtig sein, dass man auch nicht die Apokalypse ausruft. Ne? Es gibt ja durchaus Möglichkeiten, die Situation, in der wir derzeit sind, irgendwo zu retten. Es gibt, ich habe mir auch oft die Frage gestellt, und die habe ich auch mit Tietmeier auch diskutiert, was sind denn eigentlich die Optionen, die wir haben? Also wo kann es denn überhaupt hingehen? Und letztendlich für mich sind so vier Optionen hängen geblieben. Zum einen haben wir die Transferunion. Klassisch. Das, was wir zwischen West- und Ostdeutschland auch gehabt haben. Der Westen zahlt für den Osten, die können sich aufbauen und man versucht irgendwann sich wirtschaftlich anzunähern, dass man die gleichen Leistungsfähigkeiten hat. Das gleiche Nord und Süd. Kann klappen, ist allerdings auch mit großen gesellschaftspolitischen Unruhen verbunden, weil Sie kennen die ganzen Sprüche, was solche Verbrechen bezahlen und so weiter. Das sind dann die Sprüche, die man hört. Aber kann funktionieren. Ist eine normale ökonomische Strategie, die durchaus auch ihre Befürworter hat, gerade auch unser Finanzminister ist da ein Befürworter von dieser Transferunion. Der nächste Punkt, es gibt seit den letzten Jahren haben sich die Preise durch diese kreditfinanzierten Lohnerhöhungen, wie ich vorhin angesprochen habe, haben sich die Preise im Süden relativ zum Norden deutlich erhöht. Es gab jetzt vor kurzem gerade eine Studie auch vom IFO-Institut, dass der Italiener oder dass die Italiener 30% teurer sind als die Deutschen derzeit im Export. Was wir jetzt machen könnten, wäre, dass man anfängt, den Norden nachzuinflationieren, dass der Norden teurer wird, um das auf eine Ebene zu heben. Ob man das will, weiß ich nicht, ist aber die Strategie der EZB im Grunde zurzeit. Der nächste Punkt wäre eine Deflationierung des Südens, dass man sagt, ihr im Süden müsst günstiger werden. Aber Löhne rauf ist immer einfach, Löhne runter
Und es gibt halt Mord und Totschlag. Also versuchen Sie mal die Löhne runterzuklopfen, das funktioniert nicht. Und der vierte Punkt sind halt Austritte, dass man darüber nachdenkt. Aber auch das ist politisch sehr schwierig, weil man halt nicht weiß, ob dieser Domino-Effekt einsetzt und wir dabei sind, diese ganze Währungsunion zu gefährden. Und auch das muss man sehen, dass die Währungsunion ein Auftrag war an die Staats- und Regierungschefs, basierend auf den ganzen Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg, Friedenssicherung für Europa, und die sich ja schon mit der Werner-Gruppe in den 70er Jahren mit diesem Thema beschäftigt haben. Es gab viele Menschen, ich habe es im Bundestag auch erlebt, wie schwierig es ist, mit Kompromisse zu finden, nicht nur mit anderen Fraktionen, anderen Parteien, nicht nur auf deutscher Ebene, sondern dann auch auf europäischer Ebene. Das ist unglaublich, was für ein Prozess das mit sich zieht. Und diesen Prozess dann durch eine Beendigung der Währungsunion dann zu beenden, diesen 50-jährigen Prozess, das wäre sehr schade, weil wir viel erreicht haben. Und da müssten wir die EZB gefragt, also unsere Staats- und Regierungschefs gefragt, da ist auch eine Frau von der Leyen gefragt, wie man da jetzt in die Zukunft geht, um die Währungsunion nachhaltig stabil aufzustellen. Tietmeyer, wie hat er das gesehen? Achso, ja genau. 99. Tietmeyer, 99, stimmt, das war die letzte Frage. Naja, er war halt im rentenfähigen Alter. Und ich glaube, er hatte das tatsächlich eingesehen, dass er seinen großen Auftrag hat er begriffen, dass er diesen Euro noch bis zur Einführung begleiten wird. Und dann hat er ja auch ein sehr erfülltes Leben gehabt. Er hat sehr viel erlebt, sehr viel wesentliche Meilensteine gesetzt. Ich glaube, der größte Meilenstein, den er gesetzt hat, war tatsächlich die D-Mark im Osten einzuführen, also worüber wir gar nicht gesprochen haben, aber das war, sagte er immer zu mir, das war die größte Herausforderung, weil es auch so ein kurzer Zeitraum gewesen ist, dass man nur ein paar Monate der Zeit gehabt hat, und dann muss man so ein ganzes Wirtschaftssystem aus dem Osten, das unbekannt war, verstehen. Kleine Anekdote, erzählte mir mal, dass er zu den ersten Zahlen, die er vorliegen gehabt hatte, war ein Volkseinkommen der DDR über 1,8 Milliarden Ostmark. Und er meinte, jede Woche bekam er neue Zahlen und die wurden immer niedriger und zum Schluss waren Schulden. Und er meinte, das waren solche Herausforderungen, hatte so eine schwierige Datengrundlage und musste dann eine stabile D-Mark, die der Osten war dafür erstmal nicht bereit, im Osten einführen, und das war schon eine große Herausforderung. Ich glaube, basierend auf den ganzen Meilenstein, die er gesetzt hat in seinem Leben, war er dann bestimmt zum Schluss froh, auch in den Ruhestand zu gehen, aber er geht, also, er hat ja selber kennengelernt, er hat noch bis ins hohe Alter, bis 2014, hat er noch Reden gehalten. Auch hier. Diese Stelle. Genau. Hätte ein Tietmeyer sowas gesagt, was Angela Merkel zweimal gesagt hat, scheitert der Euro, dann scheitert die EU. Das hat sie gesagt, damals in einer Laudatio für den Gaspreis Jean-Claude Trichet. Und sie hat es nochmal wiederholt im Deutschen Bundestag. Hätte Tietmeyer so etwas gesagt, scheitert der Euro, dann scheitert die gesamte Einigung. Nee, hätte er nicht gesagt, weil Tietmeyer kein Politiker war. Und Tietmeyer war von der Sache überzeugt und war ein Ökonom, der auch immer alles sehr ökonomisch gesehen hat. Tietmeyer konnte zwar auch politisch denken, ich glaube, das ist auch wichtig in seiner Position, aber gerade auch seine Kritik am Euro, die er ja lange formuliert hat, also er war ja einer der größten Kritiker, so wurde er zumindest wahrgenommen in der Öffentlichkeit, bis zu einem gewissen Punkt, als er gemerkt hat, jetzt wird es politisch, jetzt muss ich mich zurückziehen. Und deswegen glaube ich nicht, dass er sowas gesagt hätte, sondern er hätte sachlicher gesehen und hätte Alternativvorschläge gemacht. Weil Sie ansprechen, Tietmeyer war Ökonom, durch und durch, und kein Politiker. Nun war die Einführung des Euro zutiefst politisch motiviert. Und das heutige Agieren der EZB ist politisch. Das ganze Projekt ist primär politisch. Musste ein Tietmeyer als Ökonom nicht darunter leiden, dass praktisch alle ökonomische Expertise, alle ökonomische Vernunft eigentlich mitunter Gegenmaßnahmen gegen das Agieren der EZB etc. sprechen mussten, aber er praktisch diese Sache ausgeliefert hat. Wie ist er mit diesem Gehirn angegangen? Das ist eine Frage, die mich immer wieder bei der Begleitung Ihrer Arbeit beschäftigt hat. Müsste er irgendwann nicht verzweifeln? Im Schatten der Politik? Also Ökonom? Ich glaube, das ist, ich bin ja selber auch Ökonom, und ich habe selber auch in der Politik gearbeitet und man verzweifelt ständig tatsächlich. Und das haben wir Tietmeyer auch getan. Man muss sich nur irgendwann eingestehen, dass die Welt halt nicht
einfach ist, sondern sehr komplex ist und man unterschiedlichste Interessengruppen vertreten muss und zum Schluss Politik immer ein Kompromiss ist. Und das hat Tietmeyer irgendwann auch verstanden. Und solange er war so sehr überzeugt von dieser Sache, von diesem Modell auf dem Euro, dass er ja bis 1995 immer gesagt hat, Stabilität geht vor dem Terminkalender, wo es wichtiger ist als der Terminkalender. Und dann sich irgendwann der Politik geschlagen gegeben hat. Und dann, das hatte ich ja vorhin eingangs schon mal gesagt, sich dann gesagt hat, wenn ich jetzt noch was sage, dann könnte ich dieses Projekt gefährden. Und letztendlich bin ich auch nur Bundesbankpräsident, ja, vorgestrichen nur. Und der Bundesbankpräsident hat nicht die Aufgabe, Politik zu machen, sondern er soll das Ganze mit einer mahnenden Stimme begleiten. Und das ist auch die Aufgabe der Ökonomen, auch im Deutschen Bundestag, wenn man da angestellt ist, oder Referent oder Abteilungsleiter oder was auch immer, dann ist man, dann hat man eine Beratungsfunktion, keine Entscheidungsfunktion. Und dass dann anders entschieden wird, darüber darf man sich ärgern, aber dafür darf man sich nicht runterkriegen lassen. Und ich glaube, das war Tietmeyer durchaus auch bewusst. Die maßgebliche politische Führungsfigur in Europa der 90er Jahre war Helmut Kohl. Das steht fest, das ist auch aus vielen Quellen und Dokumenten eindeutig zu entnehmen. Er war eine Führungsfigur, nachdem Mitterrand verstorben ist. 1995 war das Kohl, auch wenn dann die Jahre 97, 98 erkennbar wird, dass seine Position schwächer wird. Wie war eigentlich das Verhältnis zwischen Hans Tietmeyer und Helmut Kohl? Von Helmut Kohl konnte man ja nicht sagen, dass er Ökonom war, war Historiker, aber kein Wirtschaftsexperte. War Tietmeyer der Wirtschaftsexperte, der Ökonom? Was können Sie dazu noch sagen? Wie weit war das ein völlig reibungsloses Verhältnis? Oder gab es doch mitunter Abweichungen und Irritationen? Also Tietmeyer hat immer das Verhältnis mit Helmut Kohl hat er immer sehr positiv bewertet. Aber ich auf die Frage, wer denn die beeindruckendsten Persönlichkeiten war, mit denen er zusammengearbeitet hat, da kamen dann solche Leute wie Karl Schiller zum Beispiel. Und da kam nicht Helmut Kohl. Helmut Kohl kam da erst sehr spät. Und da habe ich ihn irgendwann mal gefragt, wie wer das denn eigentlich meint. Also er spricht immer relativ positiv von Kohl, aber er hat irgendwie so eine hohe Meinung von ihm. Und dann meinte er halt, naja, der konnte halt so mit Menschen und so. Und war da auch wiederum sehr zurückhaltend. Und wovor Tietmeyer, glaube ich, großen Respekt gehabt hat, war Kohls visionärischer Weitblick, auch in Sachen Europa, aber in Sachen ökonomische Analysen, ökonomisches Know-how, hat Kohl auch zu Tietmeyer mehrfach gesagt, Herr Tietmeyer, Sie machen das schon, habe ich im Buch auch zitiert, Herr Tietmeyer, Sie machen das schon. Und Kohl hat sich auf solche Leute wie Tietmeyer verlassen, weil er selber kein Ökonom gewesen ist, sondern halt, wie Sie selber sagen, Historiker. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den man dazu sagen könnte. Auf einer Seite, man muss auch sehen, genau, fällt mir dabei noch ein, Stichwort Verhandlungsführer der Deutschen Einheit. Ganz wichtiger Punkt. Tietmeyer war zu dem Zeitpunkt schon bei der Deutschen Bundesbank. Und eigentlich war das die Aufgabe von Horst Köhler. Horst Köhler, unser späterer Bundespräsident, war damals Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und das wäre sein Zuständigkeitsbereich gewesen. Und Helmut Kohl, zu welchen Gründen auch immer, Tietmeyer war da immer, der war zu sehr Gentleman, zu sehr Sir, um das auszusprechen, aber Horst Köhler stand immer im Schatten von Hans Tietmeyer und Kohl hat Horst Köhler nicht zugetraut. Und das war auch so die Bestätigung, die ich in Interviews wahrgenommen habe, sowohl von Theo Weigel, der damals Finanzminister gewesen ist, als auch von Menschen, die für Horst Köhler und für Tietmeyer gearbeitet haben, dass Kohl dann für diese so wichtigen Entscheidungen eine Person wie Hans Tietmeyer in den Dienst zurückgeholt hat. Und da sieht man halt auch, welchen Stellenwert Helmut Kohl Hans Tietmeyer beigemessen hat. Und er war halt die graue Eminenz, damals auch Bonn, später in Frankfurt. Ja, weitere Fragen, Mikros gibt es. Wunderbar, ich habe die Fragen, bitte, links und rechts. Vielleicht fangen wir hier an und. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Wenn man nun diese geschilderten Probleme hier nicht in den Griff bekommt, ist denn eine Währungsreform des Euro möglich? Ja, Joachim, ich hätte mal auch eine Frage zur deutschen Einheit. Insbesondere für die Modrow-Regierung war ja Uta Mikkel kurzfristig Finanzministerin, mehr aus Frauenquote
entnehmend als Kompetenz zeigen. Danach Walter Sieger und dann kam ja die neue Regierung Lothar de Maizière, wo dann ja Romberg Finanzminister war und Sieger wieder Staatssekretär. Inwiefern hat sich dann in den Gesprächen gezeigt oder auch Tietmeyer geäußert über die Verhandlungsführer der DDR, inwiefern dort Kompetenzen vorhanden waren. Und des Weiteren, sein Ursprungsvorschlag war ja der Umtauschkurs 4:1, der dann auch 3:1 korrigiert worden ist, letztendlich 1,81, glaube ich, und in vielen Fällen 1:1 umgetauscht worden ist. Inwiefern hat er dort als Ökonom politisch nachgeben müssen? Danke. Ich würde Umtauschverhältnis. In der Mitte habe ich auch noch. Genau. Dankeschön. Ja, Herr Dr. Algermissen, mich interessiert, wie war das Verhältnis Hans Tietmeyer zu Karl Otto Pöhl? Karl Otto Pöhl hatte ja eine ganz andere Grundhaltung, konnte sich nicht durchsetzen, ist dann konsequent gewesen, also ein ehrlicher Mann mit großem Charakter und ist als Bundesbankpräsident zurückgetreten. Und Herr Tietmeyer ist im Sog von Helmut Kohl mitgelaufen. Fragezeichen oder Rufzeichen. Und noch eine, das wollen meine Bitte, genau. Bei der Kamera. Kommt, Rico, kommt. Sie haben die Skepsis von Hans Dietmeyer gegenüber der Euro-Einführung ja erwähnt. Können Sie kurz beleuchten, wie es verlaufen wäre, wenn man damals nicht der Konvergenztheorie gefolgt wäre, was man ja getan hat, sondern der sogenannten Krönungstheorie, heißt also mit der Einführung des Euro noch gewartet hätte, bis zum Beispiel in die jetzige Zeit? Wie könnte man sich eine Entwicklung Deutschlands oder auch Italiens oder Griechenlands auf der anderen Seite in den letzten 20 Jahren vorstellen, ohne den Euro eingeführt zu haben? Es geht in die Richtung auch der Modelle und der Alternativen der Optionen, die Sie erklären. Und Sie haben ja auch das Wirtschaftswesen, das ist immer ökonomische Expertise, die Arbeit einfließen lassen. Das ist ja keine reine historische Arbeit, sondern eben aber der Finanz- und Wirtschaftswissenschaftliche Arbeit, die in die Richtung Alternativen geht. Bitte. Haben wir noch Fragen? Soll ich hinten anfangen? Was wäre passiert, wäre man der Krönungstheorie gefolgt? Sehr hypothetisch. Kann ich natürlich auch nur spekulieren. Im Prinzip war der Plan, man hätte die wirtschaftspolitischen Leistungsfähigkeiten angeglichen über die Zeit. Wenn man sich, wie wäre es gelaufen, man hätte den Mitgliedstaaten währungspolitische Reformvorschläge gemacht von der EU-Kommission. Und ich habe da nochmal eine Slide, die kann ich Ihnen mal zeigen. Die zeigt eigentlich ganz schön. Hier bei mir im Anhang. So, genau, hier ist es. Die Frage passt mir auch ganz gut dazu. Und zwar gibt es ein sogenanntes europäisches Semester. Das europäische Semester wird jedes Jahr von der Europäischen Kommission herausgegeben. Und mit diesem europäischen Semester werden in einzelnen Mitgliedstaaten währungspolitische Reformvorschläge gemacht. Man sieht hier die länderspezifischen Empfehlungen der letzten Jahre. Man sieht die Bereiche, wo es einen substanziellen Fortschritt gab, und man sieht die Bereiche, die Empfehlungen, die vollständig umgesetzt worden sind. Eigentlich sagt dieses Bild schon alles aus, nämlich man ist unter 1%. Den Mitgliedstaaten ist es völlig egal, was die Europäische Kommission davon sich gibt. Ich glaube, der Gehler hat vorhin auch schon darüber gesprochen, Herr Tietmeyer sagte mal zu mir, wir haben lange darüber gesprochen, was ist legal, was ist illegal. Ich habe mal den Eindruck bekommen, irgendwie sei es egal. Das war so ein Zitat von ihm. Nur die Frage ist tatsächlich, was wäre passiert, hätten wir die Krönungstheorie umgesetzt? Und ich glaube, wir hätten wahrscheinlich bis heute keinen Euro. Wir hätten heute noch die D-Mark, die nationale Währung, weil auch da wenig passiert wäre. Aber der Rest ist sehr hypothetisch. Also da hätte alles passieren können. Wer weiß, was dann mit der Finanzkrise gewesen wäre. Wer weiß, wie sich... Die AfD hätte sich zum Beispiel nie gegründet. Eine Anti-Euro-Partei hätte es nie gegeben. Also das ist sehr, sehr schwierig. Wäre eine andere Welt gewesen. Und ich glaube, dass man da festhalten kann, ist, dass es den Euro nicht gegeben hätte. Und das war schon ein starkes politisches Projekt. Dann... Herr Kentler, Verhältnis Tietmeyer, Karl Otto Pöhl. Das Verhältnis war tatsächlich sehr gut. Also Tietmeyer hat Karl Otto Pöhl sehr geschätzt. Ich wollte Karl Otto Pöhl noch interviewen, weil ich es aus seinem Mund mal hören wollte, weil er ist leider verstorben. Ich habe mit Helmut Schlesinger noch gesprochen
der ja dann auf Karl Otto Pöhle gefolgt ist. Und Tietmeyer war im Verhältnis zu Karl Otto Pöhle, wie sagt man, Karl Otto Pöhle war politischer. Tietmeyer war mehr so der sachliche Experte, sag ich mal, obwohl Karl Pöhle auch ein großer Experte gewesen ist. Aber Tietmeyer war mehr ein überzeugter Ökonom. Und wenn man auch das Verhältnis, das Sie angesprochen haben mit Helmut Kohl, er sei mitgelaufen, das war ja tatsächlich in den ersten Jahren für Tietmeyer ein Problem. Also er musste sich ja auch gegenüber der Presse erstmal beweisen, weil die Leute gedacht haben, Kohl setzt seinen Mann da jetzt hin in die Bundesbank. Und der hält nämlich, der ist ruhig und sagt nichts gegen diese ganze Euro-Einführung und damit habe ich Ruhe. Aber das, was sich dann daraus entwickelt hat, war ja genau das Gegenteil. Denn ich habe es vorhin auch kurz im Vortrag angesprochen, Stichwort Neubewertung der goldenen Devisenreserve 1996. Das war dieses große Thema, überflüssig wie ein Kopf, Theo Weigel fliegt mit Jürgen Stark im Hubschrauber zur Bundesbank und will die Bundesbank davon überzeugen, dass man die goldenen Devisenreserven neu bewerten müsste, damit man die Staatsschuldenquote und die Haushaltsdefizite einhält. Und es gab vorher Gespräche, Telefonate über dieses Thema und das hat mir Ottmar Issing erzählt, er meinte, und da hat der Tietmeyer ihn mal so richtig auflaufen lassen. Er hat ihn kommen lassen mit dem Hubschrauber, die Presse war da, alle haben von uns fotografiert und hat ihn dann sogar noch im Gästehaus 2 Stunden warten lassen und ist dann hin und hat sich dann spätestens in dem Moment, hat er quasi bewiesen, dass er kein Mann der Regierung ist. Und das war Tietmeyers Idee auch an diesem Tag. Meine Interpretation, hat Tietmeyer so nie gesagt, hat er noch nie gemacht, meine Interpretation. Und mit Theo Weigel, mit dem ich darüber gesprochen habe, der ist bis heute stinksauer über dieses Thema, was damals gelaufen ist, bis heute. Also das war wirklich, das ist echt ein Dorn bei ihm und ich glaube, da hat der Tietmeyer sich tatsächlich bewiesen als unabhängiger Bundesbankpräsident. Stichwort Verhandlungsführer DDR. Ja, das war für Tietmeyer zu Beginn, so wie ich das auch wahrgenommen habe. Wir waren ja zusammen bei Lothar de Maizière zum Beispiel, haben wir auch die Gespräche geführt. Ich war bei Günter Krause, wir haben ihn auch zusammen noch hier interviewt. Es war tatsächlich für die westdeutschen Verhandlungsführer zu Beginn ein Kulturschock. Das hat er immer wieder bestätigt, weil man über grundlegende Prinzipien der Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft, überhaupt nicht mit den Counterparts sprechen konnte. Wenn man sich Günter Krause zum Beispiel anschaut, Günter Krause war Ingenieur. Genau, Diplom-Ingenieur. Und dann hat er gesagt, naja, ich konnte halt Mathematik, ich konnte halt rechnen. Und mehr Ideen hatten sie für das westdeutsche System eigentlich nicht. Und die mussten sich dann ja einarbeiten in diese Thematik. Und das war tatsächlich zu Beginn schwierig, aber Tietmeyer hat immer ganz lobende Worte über die ostdeutschen Verhandlungsführer verloren, weil er gesagt hat, dass wenn man wirklich gemerkt hat, wie sehr die das wollten und dass die am Tag und Nacht gearbeitet. Man muss überlegen, was für einen kurzen Zeitraum das gewesen ist. Das ist ja unglaublich. Die hatten ja nur ein paar Monate Zeit, um so einen gesamten Staat, zwei gesamte Staaten zusammenzuführen. Und das hat ihn schon schwer beeindruckt. Das Thema im Umtauschverhältnis hat ihn weniger stark beeindruckt, weil zu Beginn kam ja aus der Bundesbank der Vorschlag 10 zu 1. 10 zu 1 war das allererste übrigens von Karl Otto Pöhl. War der allererste Vorschlag. Und da war klar, nachdem Ingrid Matthäus-Meyer dann gesagt hat, wir machen 5 zu 1, das war der zweite Vorschlag, ging es ja immer so weiter, da war schnell klar, dass man das nicht umsetzen kann, weil die Ostdeutschen, hat mir Günter Krause später noch berichtet, große Sorge vor blutigen Revolutionen im Osten gehabt haben. Er meinte, wir haben dann klassisch mit dem Argument, wenn man der Rentnerin den Lohn, auf 20% kürzt, dann gehen die hier auf die Straßen. Und die haben dann, das hat Tietmeyer erzählt, die kamen dann in den Verhandlungen mit Argumenten, dass man in Leipzig schon die Tonhallen mit Blutkonserven vorbereitet hat, wenn die Westdeutschen von ihren Forderungen nicht runtergehen. Und solche Themen. So, und damit muss man sich ja auseinandersetzen. Und dann zum Schluss, genau, wurde es 1,83 zu 1, das war der durchschnittliche Umtauschkurs. Und ich glaube, du spielst doch auf ein Thema an, das uns Lothar de Maizière ja erzählt hat, dass Lothar de Maizière letztendlich den Umtauschkurs noch sozialpolitisch beeinflusst hat, indem er mit Hannelore Kohl gesprochen hat. Indem er Hannelore Kohl von den Kindern und von den Rentnerinnen und den alten Frauen im Osten erzählt hat, Hannelore Kohl genutzt hat, damit Hannelore mit Helmut spricht und Helmut Kohl später bei Lothar de Maizière angerufen haben soll, ich weiß nicht inwiefern das eine Legende ist, und ihm genau den Vorschlag gemacht hat, den er eigentlich Hannelore Kohl gesagt hat.
So laufen Verhandlungen wahrscheinlich ab. Das kann ich aber nur spekulieren, ob das wahr ist. Das habe ich auch so nicht ins Buch reingeschrieben, sondern habe einfach nur dann das mal so mitgenommen, was er uns da erzählt hat. Ja, und letzter Punkt, Währungsreform. Ist die Währungsreform möglich? Wissen Sie, ich glaube nicht. Ich glaube, es wird beim Euro bleiben. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, wir haben mittlerweile so viele Institutionen geschaffen, auf europäischer Ebene. Ich war bei der Europäischen Investitionsbank, haben wir jetzt angeschaut. Ich war bei der Europäischen Zentralbank, haben wir jetzt angeschaut. Europäische Kommission. Alle ESM. ESM, genau, Regling. Regling, warum ESM? Regling. Ich habe mir diese ganzen Institutionen angeschaut. Da arbeiten Tausende von Menschen. An der EZB. Diese Menschen haben alle kein Interesse daran. Und die sind sehr einflussreich auch. Die haben kein Interesse daran, dass es die Eurozone bald nicht mehr gibt. Ja. Weil deren Existenz davon abhängig ist. Genau. Das gleiche gilt für unsere Staats- und Regierungschefs. Man weiß ja gar nicht, was danach passiert. Und ich glaube, wenn die einflussreichen Personen kein Interesse daran haben, eine Währungsreform, es gibt keinen klaren Grund dafür, eine Währungsreform umzusetzen, dann wird es die einfach auch nicht geben. Und ich glaube, ich bin davon felsenfest überzeugt, dass wir mit der Expertise, die wir haben, mit der Erfahrung, die wir auch haben, und wir haben gute Ökonomen, wir haben gute Experten im Hintergrund, die durchaus auch diese ganzen Zahlen, die ich hier vorgestellt habe, und das ganze Wissen auch teilen, auch haben, dass die in der Lage sind, die Politik dahingehend zu beraten, dass wir die Eurozone wieder auf den richtigen Weg bekommen. Was wir halt nicht machen dürfen, und das ist ein Appell an Sie alle, wir dürfen ja nicht die falschen Parteien wählen, die populistische Antworten haben, weil diese populistischen Antworten, die basieren halt nicht auf diesen Fakten, sondern das ist einfach nur Hanebüchen, was herausgeschrieben, und die werden die Eurozone bestimmt nicht besser machen. Ich habe noch eine Frage, und zwar haben Sie in Ihrem Vortrag gesagt, dass Dietmar an eine politische Union auch gedacht hat, vielleicht sogar geglaubt hat. Er geht 1999 in den wohlverdienten Ruhestand. Da reden wir von EU 15. Die Osterweiterung vor Augen. Diese EU mit einer völlig anderen EU. Es ist nicht mehr die EG, es ist nicht mehr die EU der 15, es ist EU mit Baltikum bis zum Schwarzen Meer, bis Rumänien und Bulgarien. Wie konnte man sich eigentlich hier noch eine politische Union vorstellen, von einer Euro, von einem gesamten Euroraum gar nicht zu reden, obwohl heute mehr als die Hälfte Mitglieder den Euro haben, übrigens das Baltikum dann, während der Finanz- und sogenannten Euro-Krise, hat sich Dietmar eigentlich irgendwann mal ihm gegenüber geäußert, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. So sehr ich ihn geschätzt und auch kennengelernt habe, wie sich dieses politisch sich formierende EU-Europa von EU-15 auf EU-28 mit Kroatien, jetzt wahrscheinlich nur noch EU-27, sehr wahrscheinlich, wie das mit der Ökonomie und mit dem Euro zusammengehen kann, wo doch Politiker, ich erinnere an Valéry Giscard d'Estaing, schon klar gesagt haben, als er der Präsident oder Vorsitzende des Verfassungskonventes war, mit der Osterweiterung ist die Idee der Föderation, der Union, des Bundesstaates Europa erledigt. Also haben wir oft darüber gesprochen tatsächlich, und es war für Tietmeyer immer klar, wir müssen Europa, EU, aber auch die Eurozone schrittweise erweitern. Und zwar dürfen wir nicht auf Teufel komm raus versuchen, Mitgliedstaaten wie zum Beispiel auch Bulgarien jetzt sofort, die auch wirtschaftlich wiederum auch nicht auf dem Leistungsstandard wie die Nordländer sind, in die Eurozone reinholen, sondern wir müssen versuchen, wirtschaftlich gleichmäßig leistungsfähige Staaten in die Eurozone zu holen. Und dann schrittweise. Genau das, was im Grunde aktuell passiert. Wir haben aus der letzten Finanzkrise, Euro-Krise gelernt. Wir haben plötzlich eine Bankenunion. Wir haben die Banken reguliert. Ob das eine Überregulierung ist, darüber lässt sich jetzt auch wiederum streiten. Aber wir haben zumindest wurden die Banken reguliert. Wir haben, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, einen Europäischen Gerichtshof, wir haben die Europäische Zentralbank. Die nächste Frage wird sein, werden wir eine Art wirtschaftspolitische Regierung, die wirtschaftspolitische Antworten für alle Mitgliedstaaten bekommen, werden wir sowas hinbekommen. Die nächste Frage wird sein, werden wir eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik haben eines Tages, was uns lange schon begleitet. Aber was ich nicht glaube, und das war
ein Vorschlag auch von unserem jetzigen Finanzminister, ist ein europäischer Finanzminister. Denn letztendlich ist die Finanzpolitik die Königsdisziplin des Parlaments. Und auch das konnte sich Tietmeyer genauso wenig wie ich mir vorstellen, dass man stelle sich vor, man bekommt einen deutschen oder einen griechischen Finanzminister und der fängt an, über die Mitgliedstaaten hinweg die Budgets zu verteilen. Das gibt Mord und Totschlag. Und das wird nicht funktionieren. Das wird auch in 30 Jahren nicht funktionieren. Da bin ich fest von überzeugt. Vielleicht wird mich die Politik als Bessere belehren, aber ich glaube, dass das geht nicht. Ich kann mich noch gut erinnern, ich stand mit Tietmeyer noch in der Bahnhofshalle und wie immer, die Deutsche Bahn hatte Verspätung. Wunderbar. Weihnachten für den Historiker, er kann weiter fragen. Und ich kann mich noch genau erinnern an die Frage, was halten Sie von der Idee von Trichet, es muss ein europäischer Finanzminister her. Dann hat er geschmunzelt und es war schon wirklich, war die Zeit in der Halle, meinte, unterschätzen Sie nicht die Solidarität der nationalen Finanzminister. Also die machen sich das unter sich aus und werden diesen europäischen Finanzminister dann wahrscheinlich ins Leere laufen. Meine Damen und Herren, haben wir noch Fragen an unseren Referenten? Wenn dem nicht so ist, darf ich im Folgenden sagen, das war heute eine Lehrstunde. Ich sage nur warum. Es wird immer wieder diskutiert, welchen Sinn und Zweck hat Geschichtsforschung. Ja? Oft stellt sich die Legitimationsfrage, brauchen wir das eigentlich, Geschichtsforschung? Sie haben heute mit diesem Vortrag einen paradigmatischen, idealtypischen Demonstrationsakt erlebt vom Mehrwert und der Nützlichkeit von Geschichtsforschung. Denn das, was Herr Dr. Algemissel Ihnen präsentiert hat, Vita, Biografie und Idealtypus, Modell Euro à la Tietmeyer, dient uns als Vorlage und als Lackmustest, als Indikator für die Einschätzung der heutigen Verhältnisse. Besser kann man es nicht demonstrieren. Herzlichen Dank. Gratulation. Weiterhin guten Weg. Dankeschön.